Das Steigerwaldzentrum Nachhaltigkeit erleben öffnet zum ersten Mal seine Türen für Politik und Bevölkerung. Mit diesem Waldinformations- und Erlebniszentrum entsteht eine neue Attraktion in der unterfränkischen Wald- und Weinbauregion. Neuland, bautechnisch und ästhetisch. Ich finde es wahnsinnig, was hier insgesamt aufgebaut wurde, dadurch, dass das alles auch mit Holz vertäfelt ist. Die ganzen Decken, es ist wirklich beeindruckend, was da im Boden gestampft wurde. Und ich finde es toll, dass sowas auch jetzt in dem Steigerwald neben unserem Holztag, der ja auch für den Wald, fürs Holz steht, immer noch hier steht und was dann die Schüler oder ja, es soll ja ein Bildungszentrum werden, dass man sich hier auch um die Region kümmert. Wenn das so bleibt, wie es ist, wir leben hier alle in der Region, wenn man in jeden Hof, wo man reinschaut, in jedem Hof sitzt der Stoß Holz, jeder schürt Holz, jeder lebt mit und vom Wald und der ist entstanden, wie ne unsere Großväter gemacht haben und so kann er auch erhalten, so soll er auch erhalten bleiben. Ich fand es ganz angenehm, es war kühl, es hat sehr gut gerochen, die Räume sind hoch, lichtdurchflutet, also ganz angenehm. Moderne Bauweise. Wir haben es gewagt, vor allem auch Buche zu verwenden. Wir haben an unserer Landesanstalt getestet, Buchenbrett-Schichtholz, eine neue Möglichkeit, einen Verwendungszweck zu finden für Laubhölzer. Bisher waren wir ja gewohnt, dass vor allem Laubhölzer für den Innenausbau, für Möbel verwendet wurden. Wenn das jetzt auch in der Konstruktion sich einen Durchbruch ermöglicht, dann haben wir für unsere Buchenwälder neue Absatzmöglichkeiten. Weil früher konnte man die Weiden, Spannweiden vom Brettschichtholz aus Nadelhölzer nehmen. Und jetzt die Kombination Buche und Nadelholz, sind wir fasziniert davon. Ich hoffe, dass das in Zukunft so weitergeht und dann auch an den Fenstern, wenn man das sieht, die schlanken Querschnitte, geht mehr Licht rein, macht man dem Stahlbau Konkurrenz damit. Es ist natürlich dann erst sinnvoll, wenn man das einmal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre anschaut, später anschaut und sieht dann, wie hat sich denn das Gebäude gehalten. Und wenn so ein kleines bisschen Pflege mitgemacht wird, wenn das so ein kleines bisschen auch geschützt wird, das Holz, dann hat es die gleiche Haltbarkeit wie ein Steinhaus auch. Also der Ansatz hier war, dass wir mit der Landschaft bauen und gerade hier am Waldrand war das natürlich einfach wichtig, das Gebäude so einzubinden, dass wir einfach ein naturverträgliches Bauen gewährleisten können. Und deswegen, das sieht man ja auch, dass es auf diesem Betonsockel steht, dass es auch etwas abgehoben ist, zurückgesetzt ist, dass es etwas über der Landschaft schwebt, also dass man das Gefühl hat auch, dass die Landschaft unter dem Gebäude durchgeht, also dass es nicht dieses Massive ist. Das war uns ein wichtiger Ansatz auf jeden Fall, dass wir zeigen konnten, dass es nicht immer das ist, dass ein Gebäude die Natur verdrängen muss. Ich freue mich schon auf all das, was kommen wird mit diesem Haus.